Hallo, liebe Deutschlernende. Heute gibt es wieder einen tollen Produktivitätstipp. Und zwar mache ich jetzt jede Stunde Sport. Jede Stunde? Nun, ich mache nicht sehr viel Sport, aber ich mache ein paar Klimmzüge oder ich springe hoch und runter oder ich mache Hampelmänner, ja, also ich mache die Arme hoch und bewege die Beine, ja, oder ich mache ein paar Liegestütze, ja. Und zwar habe ich es jetzt eingerichtet, dass jede Stunde ein Wecker klingelt. Okay, ich habe mein Smartphone so eingestellt, dass er jede Stunde ein Wecker, dass jede Stunde ein Wecker angeht. Ja? Wenn es 8 Uhr ist, wenn es 9 Uhr ist, wenn es 10 Uhr ist, wenn es 11 Uhr ist und so weiter, dann höre ich das Geräusch, ich höre den Wecker und dann mache ich ein bisschen Sport, ja, ich bewege mich, ja, damit ich schön viel Energie bekomme, ja, und dann, wenn ich das gemacht habe, dann nehme ich mir ein Blatt Papier und ich male ein Kästchen aus, ja, ich male ein Kästchen aus. Ich habe hier, die Wochentage, ja, hier steht Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und so weiter. Und hier stehen die Stunden. 7, 8, 9, 10 und so weiter. Und ja, ich mache Sport und fülle dann das Kästchen aus. Und das hat zwei Gründe. Einmal weiß ich, dass ich dran gedacht habe, Sport zu machen, ja. Ich habe ein bisschen Energie bekommen, indem ich mich einfach nur ein bisschen bewege, ja. Noch nicht mal eine halbe Minute, ja, ein paar Sekunden, einfach nur ein bisschen bewegen, ein paar Klimmzüge, so, und dann bin ich schon fertig, ja, nur damit ich, nur damit ein bisschen das Blut fließt, ja, damit ich ein bisschen Energie bekomme. Und dann fülle ich, wie gesagt, das Kästchen aus und so bekomme ich auch ein sehr gutes Gefühl für die Zeit. Ja, ich merke, wie die Zeit vergeht. Ja, und wenn ich gerade etwas mache, was nicht so produktiv ist und der Wecker geht an, dann denke ich mir, oh ja, es ist jetzt wieder eine Stunde vergangen und vielleicht sollte ich meine Zeit anders nutzen. Ja, ich werde direkt darauf gestoßen. Ja, mir wird es sehr bewusst, wie die Zeit vergeht. Ja, und was ich auch noch mache, ist, dass ich mir ja, etwas Motivierendes hier draufgeschrieben habe auf diesen Zettel. Ja, ich habe hier zum Beispiel geschrieben, wie fühle ich mich? Was kann ich jetzt tun, um in 5 Jahren meine große Vision verwirklicht zu haben? Ja, also, dass ich nicht nur die Zeit visualisiere, indem ich Kästchen ausmale, sondern auch mich immer daran erinnere, dass ich langfristige Ziele habe. Ja, und mir jede Stunde überlege, okay, was kann ich jetzt tun, um meine langfristigen Ziele zu erreichen? Ja, das gibt mir sehr viel Energie und ja, vielleicht kannst du das ja auch probieren. Ich finde es total nützlich, ich finde es total hilfreich. Ja. Ich bin gespannt, was du denkst und ob es dir eventuell auch hilft. Und ansonsten sehen wir uns morgen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.